So, guten Morgen, liebe Schüler. Wir machen jetzt ein bisschen Fernunterricht. So ganz um Unterricht kommt er nicht herum. Und ich habe mir überlegt, dass wir die Lernsituation. Hey, da sitzt ja einer im Schlafanzug. Ich habe mir überlegt, dass wir die Lernsituation 10 jetzt mal fertig machen. Die haben wir im Unterricht mal angefangen gehabt. Um was ging es da eigentlich nochmal? Wir haben ja ein Unternehmen gehabt, was so einen Investitionsbedarf hatte von 2,2 Millionen, 2,3 Millionen etwa. Und da hatten wir uns ja überlegt, okay, das war eine Lernsituation 9. Ein Teil davon finanzieren wir aus dem Gewinn, was wir jedes Jahr einnehmen. Und für den Rest, für 1,6 Millionen, wollen wir ein Darlehen aufnehmen. Okay, das war eine Lernsituation 9. Da haben wir das ausgerechnet, was wir etwa brauchen. Jetzt Lernsituation 10 ging es jetzt darum, dass wir verschiedene Kreditangebote jetzt mal vergleichen im ersten Schritt. Jetzt hat unsere Firma hat jetzt verschiedene Kreditangebote eingeholt. Jetzt liegen uns zwei vor. Ein Angebot liegt uns von der Volksbank vor. Das haben wir ja auch im Unterricht bitte schon gemacht und das möchte ich bitte, dass ihr das auch nochmal nachrechnet. Das war ein Ratendarlehen. Ja? Dann rechnen wir nochmal aus, was uns das Ratendarlehen kostet. Und dann liegt uns noch ein Angebot von der Olsen Privatbank vor. Es sind eigentlich zwei Angebote, die sie in einem Angebot versteckt haben. Das erste Angebot schauen wir uns dann auch mal an. Das ist wieder ein Darlehen. Ja, das ist ein anderer Darlehenstyp. Wir schauen uns den mal an und gucken, was da als Ergebnis rauskommt, was uns dieser Darlehenstyp kostet und wie man den überhaupt berechnet. Und dann als zweites haben sie uns ein kombiniertes Angebot gemacht, dass der Kredit ein bisschen kleiner ist und dass wir gleichzeitig noch einen Teil der Maschinen bei ihnen leasen. Ja, also müssen wir hier ausrechnen, was kostet uns der kleinere Kredit und was kostet uns das Leasing. Ist das für uns vielleicht rentabel? Wäre das vielleicht das bessere Angebot? Okay, und das machen wir jetzt mal. So, heute wollen wir mit der Lernsituation 10, wir führen eine Bonitätsprüfung durch, mal weitermachen. Das haben wir ja in der Schule mal angefangen gehabt und jetzt wollen wir das mal zu Ende bringen. Ihr findet es auf Seite 100 und jetzt versuchen wir uns mal zu überlegen, um was ging es da eigentlich nochmal. Die Lernsituation 10 baut auf der Lernsituation 9 auf. Da hatten wir uns ja überlegt, wir wollen so eine Anschaffung, verschiedene Anschaffungen wollten wir machen. Und da hatten wir uns überlegt, wie könnten wir die Anschaffung finanzieren. Da gab es ja verschiedene Möglichkeiten. Wir konnten Darlehen aufnehmen, wir könnten auch, es ging auch um Maschinen, wir konnten auch Teile der Maschinen einfach leasen. Eine ganz andere Möglichkeit wäre gewesen, wir nehmen neuen Gesellschafter in das Unternehmen auf oder wir führen eine Kapitalerhöhung durch. Das waren so verschiedene Möglichkeiten. Oder wir schauen auch mal, ob wir genug Gewinn haben im Unternehmen, ob wir nicht den ganzen Gewinn oder Teile des Gewinns einfach benutzen, um diese Anschaffung zu finanzieren. Okay, dann hatten wir uns überlegt, okay, also 2.280.000, das war die Summe, die wir quasi benötigten. Hatten wir uns überlegt, okay, einen Teil davon wollen wir durch unseren Gewinn finanzieren. Ja, wir nehmen also den Gewinn, den wir letztes Jahr hatten, und davon behalten wir die Hälfte ein und damit können wir schon mal einen Teil der Maschinen finanzieren. Aber wir haben gemerkt, okay, nee, das reicht nicht aus. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Uns fehlen noch 1,6 Millionen. 1.600.000 Euro fehlen uns noch. Ja, das war jetzt noch der springende Punkt. Und da haben wir, okay, haben wir gesagt, okay, das wollen wir jetzt per Kredit finanzieren oder ein Teil vielleicht auch per Leasing. Okay, dann ist unsere Firma hingegangen und hat verschiedene Banken angeschrieben und dann lagen uns irgendwann zwei Angebote vor. Schauen wir uns die mal an. Auf Seite 101 und auf Seite 102 findet ihr jetzt die Angebote der beiden Firmen. Schauen wir uns das erste Angebot an. Das ist das Angebot der Volks- und Raiffeisenbank Schweinfurt. Okay, schauen wir mal. Also, machen wir es ein bisschen größer. Sehr geehrte Frau Berger, vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir können Ihnen folgendes Kreditangebot unterbreiten. Schauen wir mal. Okay, Kredithöhe passt. 1,6 Millionen wollen wir. Haben Sie auch im Angebot drin? Also, okay, haben Sie keinen Fehler gemacht. Laufzeit 8 Jahre. Laufzeit geht über 8 Jahre. Zinssatz 1,8% per annum. Per annum pro Jahr. Ja? Okay, also 1,8% Zinsen pro Jahr. Und hier jetzt ganz wichtig, das Darlehen wird in jährlichen Raten zu 200.000 Euro zurückgezahlt. Was heißt das jetzt für uns? Das heißt jetzt für uns, dass der
Kreditbetrag steht unserer Firma nicht 8 Jahre lang vollständig zur Verfügung, sondern jedes Jahr stottern wir einen Teil von unserem Kredit ab. Ja? Das heißt, im ersten Jahr haben wir wirklich 1,6 Millionen, ja? Aber im zweiten Jahr haben wir nur noch 1.400.000, weil wir ja schon 200.000 zurückgezahlt haben. Und im dritten Jahr wird es auch immer weniger. Es handelt sich hierum also um ein Ratendarlehen. Wir zahlen den Kredit in Höhe von 1,6 Millionen in 8 Raten à 200.000 Euro zurück. Nach 8 Jahren ist der Kredit dann getilgt. Wir haben keinen Kredit mehr. Und zusätzlich fallen noch die Zinsen an. Aber auch die Zinsen verringern sich jedes Jahr, weil unser Kreditbetrag, unser Restdarlehen, wird jedes Jahr niedriger. Jetzt schauen wir uns das mal in dem Tilgungsplan an, wie das jetzt genau funktioniert. Also ein Ratendarlehen haben wir. Ihr könnt auch nochmal auf Seite 97, haben wir nochmal so ein Beispiel, könnt euch auch das Beispiel nochmal anschauen. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie das hier so im Tilgungsplan aussieht. Im Tilgungsplan haben wir hier so eine erste Spalte hier mit dem Jahr, sind da die 8 Jahre abgetragen. Und die zweite Spalte sind die Tilgungsbeträge abgetragen. Da wir gleichbleibende Tilgungsbeträge haben, wir haben es im Angebot, steht es ja drin, 200.000 Euro, tragen wir die hier quasi ein. Jedes Jahr tilgen wir 200.000 Euro. Insgesamt 1,6 Millionen. Das ist ja unser Kreditbetrag. Das führt dazu, dass unser Restdarlehen immer niedriger wird. Im ersten Jahr haben wir noch die vollen 1,6 Millionen zur Verfügung. Am Ende des ersten Jahres tilgen wir 200.000. Dann haben wir nur noch 1,4 Millionen, 1,2 Millionen, 1 Million. Unser Restdarlehen wird also immer geringer. Wie rechnen wir jetzt die Zinsen aus? Für das erste Jahr müssen wir noch die vollen Zinsen auf den vollen Betrag bezahlen, also 1,8% Zinsen von 1,6 Millionen. Das ergibt 28.800 Euro. Am Ende des Jahres gehen wir dann mit dem Koffer zur Bank, sind 200.000 Euro und sagen hier, hallo, ich habe hier 200.000 Euro und ich will einen Teil von meinem Kredit zurückzahlen. Okay, das heißt, wir haben dann einen Teil vom Kredit zurückgezahlt. Das heißt, im zweiten Jahr können wir nur noch mit 1,4 Millionen Euro arbeiten, ja. Das heißt, wir müssen aber im zweiten Jahr auch nur noch Zinsen für den niedrigeren Betrag zahlen, ja. Im zweiten Jahr zahlen wir 1,8% Zinsen von 1,4 Millionen, ja. Und das ergibt dann diese 25.200. Ja. Im dritten Jahr gleiches Spiel, zahlen wir 1,8% Zinsen von 1,2 Millionen. Und so können wir das quasi die ganze Tabelle durchführen. Wir sehen hier auch sehr schön, die Zinsen werden niedriger, ja, weil unser Restdarlehen immer niedriger wird, werden natürlich auch unsere Zinsen niedriger. Und insgesamt sind Zinsen von 129.600 Euro angefallen. Ja? Das heißt, 1,6 Millionen mussten wir zurückzahlen für die Tilgung. Zusätzlich fallen noch 129.600 an. Das heißt, insgesamt haben wir hier dann einen Abfluss von Geldmitteln gehabt von 1.729.600. Das war jetzt beim ersten Darlehen. Erste Darlehen von der Volksbank. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, ob das Angebot der anderen Bank vielleicht günstiger ist. So, jetzt schauen wir uns das zweite Angebot an, und zwar das der Olsen Privatbank. Genauer gesagt sind es zwei Angebote, und zwar haben sie uns die Alternative 1 und die Alternative 2 angeboten. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Alternative 1. Also, was haben wir hier vorliegen? Wir haben wieder 1,6 Millionen Kredit, das passt, Laufzeit 8 Jahre. Interessanterweise ist jetzt hier der Zinssatz ist mit 1,4% per annum, also pro Jahr, etwas niedriger. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass die Rückzahlung in einem Betrag am Ende der Laufzeit zu erfolgen hat. Ja, das ist jetzt ein ganz bestimmter Darlehenstyp. Das ist ein Fälligkeitsdarlehen. Ja, das heißt, wir tilgen jetzt innerhalb der 8 Jahre gar nicht, was wir vorher bei dem Ratendarlehen haben wir hier jedes Jahr 200.000 Euro getilgt. Das machen wir jetzt hier gar nicht, sondern erst am Ende der Laufzeit im 8. Jahr zahlen wir den kompletten Darlehensbetrag zurück. Wie so ein Fälligkeitsdarlehen aufgebaut ist, könnt ihr euch auch nochmal auf Seite 97 anschauen. Und wir schauen uns jetzt einfach gerade mal für diesen Fall, für diese Alternative, schauen wir uns jetzt gerade mal diesen Tilgungsplan an. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt abläuft. Also,
In den ersten Jahren, wie gesagt, wird nichts getilgt. Das heißt, wir nehmen 1,6 Millionen auf und das Geld steht uns wirklich 8 Jahre lang zur Verfügung. Wir können 8 Jahre lang damit arbeiten und erst am Ende vom 8. Jahr zahlen wir 1,6 Millionen zurück. Das hat natürlich auf die Zinsen Auswirkung, und zwar, wir zahlen ja immer Zinsen, jetzt hier 1,4% Zinsen von 1,6 Millionen im ersten Jahr. Das sind also diese 22.400 €. Aber da wir das Darlehen ja nicht tilgen, bleibt das Restdarlehen immer genauso hoch. Das heißt, in den Folgejahren zahlen wir wiederum 22.400 €. Ja, und im dritten Jahr zahlen wir wieder 22.400 € halt von dem Darlehen, was noch im zweiten Jahr offen ist. Aber es ist immer der gleiche Betrag offen. Es sind immer 1,6 Millionen Euro offen, 1.600.000. Das heißt, die Zinsen verändern sich nicht. Ja? Wir zahlen immer 1,4% Zinsen von 1,6 Millionen die ganzen Jahre. So ist diese Darlehensform aufgebaut. So ist diese Darlehensform aufgebaut. Okay. Olsen Privatbank. Jetzt haben wir hier unten, haben wir jetzt gesehen, 179.200 sind also die Zinsen, die über diese 8 Jahre anfallen, sind 179.200 € Zinsen. Und wir zahlen natürlich das Darlehen zurück, 1,6 Millionen. Das heißt, insgesamt haben wir einen Zahlungsabfluss von 1.779.200.